Leute, den Vortrag. Mein Name ist erstmal Mino. Meine Eltern nennen mich auch Julian. Und der Vortrag geht heute über Docker, den Container Service. Er ist ziemlich basic. Also er geht noch ein paar Sachen weiter als basic. Aber ansonsten, wenn ihr schon mal mit Docker selber rumgefuhrwerkt habt und wenn ihr schon mal Docker gebaut habt und mit Docker schon mal was deployed habt und so weiter, kann der Vortrag vielleicht teilweise langweilig für euch sein. Erst zum Schluss hin wieder interessant. Also vielleicht ruckt ihr euch noch eine Mate und kommt dann später nach oder so. Ja. Also erstmal zu mir. Wenn es geht. Erstmal zu mir. Ich habe ein paar Interessenfelder, die mit besonderen Netzwerken zu tun haben, mit Hardware, Cocktails trinken. Also wenn ihr mir nachher ein Bier ausgeben wollt, bitte nicht. Eher ein Schunk. Hacking natürlich. Weswegen wäre ich sonst hier? Und Musik und Lichttechnik. Also auf Bühnen rumrobben, irgendwelche Lichttechniken ansteuern, mit Artnet programmieren und so weiter. Ich komme aus Karlsruhe. Kontaktdaten findet ihr hier. Die Folien kriegt ihr später auch online. Wenn euch die interessieren, wenn euch die Kreise dann, wenn ihr die Kreise rund sehen wollt und so. Wie kommt es dazu, dass ich Docker einen Vortrag halte? Ich mache beruflich seit 2014 ziemlich so fulltime-mäßig Docker. Das liegt daran, dass ich in einer Firma hier in Karlsruhe arbeite, die ein SDN macht, ein Software Distributed Networking Produkt. Und wir benutzen Docker in der Cloud. Und dort deployen wir halt alle unsere Container als Services dort mit Docker. Dann zum Inhalt der Präsentation. Also erstens möchte ich mit euch über das Software-Deployment im Allgemeinen reden, mal eine Einführung da rein, wie Software-Deployment normalerweise heute aussieht und wie sich es gerade verändert. Dann über VMs versus Container reden. Dann die Basics von Docker erklären. Dann über das Containerformat in Docker reden, dass es einen Layered-Ansatz hat, dass es kein Binary-Blob ist. Dann über die Tools von Docker reden. Das ist vielleicht eher so ein Advanced-Ding, was nicht jeder unbedingt zu tun hat, wenn er mit Docker mal rumexperimentiert hat. Dann über die Sicherheit von Docker reden. Was muss man da beachten, wenn man Docker deployt irgendwo? Welche Angriffe gibt es da? Welche Angriffsvektoren speziellen? Und dann über die Zukunft von Docker reden. Weil Docker ist nicht alles. Und am Ende gibt es noch eine Fragenrunde und ich hoffe, ich habe das irgendwie so getimt, dass wir am Ende noch 15 Minuten haben, wo ihr Fragen stellen könnt, und ich beantworte die auch gerne und ich bin auch später natürlich noch da. Also lass uns erstmal über das Software-Deployment reden. In der Vergangenheit, wie es wahrscheinlich meistens passiert. Das Problem. Wir haben eine Applikation, die hat mal ein Entwickler geschrieben und diese Applikation wurde dann an das Operations Department weitergegeben oder meistens den Admin. Und der Admin muss jetzt diese Applikation irgendwo installieren, weil dieser Server, da hat er gegebenenfalls dieser Entwickler keinen Zugriff darauf, hoffentlich. Oder vielleicht darf der Entwickler es auch selber installieren. Und der Admin gibt ihm den Zugriff. Aber auf jeden Fall ist es meistens so, dass dann die Situation eintritt, dass man feststellt, dass das auf dem Server nicht mehr so funktioniert, wie das auf der Entwicklermaschine funktioniert hat. Ich glaube, ein Problem, was den meisten, die mal irgendwie Code geschrieben haben, bekannt ist, wenn sie mal es irgendwo anders hingebracht haben. Also, man muss einfach mal sagen, dass dieser Prozess, eine Applikation, die man sie geschrieben hat, dann auch in den Live-Betrieb zu schalten, meistens nochmal ziemlich viel Zeit kostet. Also man könnte sagen, dass eigentlich nochmal wahrscheinlich 30-40% der Zeit drauf gehen, um diese Applikation irgendwie nachher dorthin zu kriegen und dann auch noch zu maintainen, dass sie dort funktioniert und so weiter. Also das eigentliche Programmcode schreiben ist gar nicht so der große Aufwand in der Gesamtzeit, die Lebensdauer dieser Applikation hat. Und es scheint sich immer gleich zu verhalten am Anfang gegebenenfalls. Also man findet vielleicht solche Probleme wie, da ist irgendeine Dependency nicht richtig, dann korrigiert man die mal schnell, dann findet man raus, oh, da bricht was anderes, dann korrigiere ich das auch mal schnell. Also dieser iterative Ansatz mit Try and Error immer wieder ausprobieren und die Iteration geht so weit bis zum Kunden, dass er da iterativ durchprobiert, oh, das geht mal nicht, ich klicke mal woanders hin oder ich drücke mal Reload im Browser oder so. Und das heißt also kurzum, es gibt viele Fehlerfälle, die entstehen können, dadurch, dass die Applikation ursprünglich von dem Entwicklersystem rübergenommen worden ist auf ein anderes System. In einem klassischen Deployment-Szenario, wenn man so eine Applikation irgendwo hinbringt, bringt man sie meistens monolithisch irgendwo hin.
Das heißt, man hat eine Applikation, die man geschrieben hat, die ein Programmierer geschrieben hat. Und zu dieser Applikation gehören dann natürlich auch Libraries, Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten installiert man dann, installiert entweder diese Applikation mit, indem sie irgendein Bootstrap hat, irgendein Setup-File oder sowas, oder sie werden einfach als gegeben angenommen und dann muss der Admin sie natürlich nachinstallieren. Ich hoffe, dass dann dementsprechend der Programmierer vorher definiert hat, was die Abhängigkeiten sind, und nicht der Admin es feststellt beim Deployment, während er die Applikation installiert. Meistens ist leider die Realität, dass das dann erst festgestellt wird, was genau gebraucht wird. Und wir haben natürlich unten drunter ein Betriebssystem und einen Server, der benutzt wird. Und da ist normalerweise die Verwaltung vom Admin passiert, also nicht vom Entwickler. Der Entwickler kümmert sich da nicht wirklich darum, die Betriebssystem-Updates und so weiter installiert der Admin und auch den Serverwartung, die Hardware fasst der Admin an, da hat der Entwickler eigentlich relativ wenig mit zu tun. Ja, aber jetzt gehen wir mal in das Szenario, wo diese eine Applikation gegebenenfalls nicht die einzige ist, die auf diesem Server läuft, sondern es gibt noch eine zweite Applikation, die auf dem Server laufen möchte. Und jetzt habe ich Glück, das ist die gleiche Applikation gegebenenfalls. Dann gibt es vielleicht gar nicht so große Probleme, die nochmal darauf laufen zu lassen auf dem Server, außer es werden dieselben Ports benutzt. Aber ich habe vielleicht auch eine Applikation, die ähnlich ist. Da kann ich vielleicht noch ein paar Sachen nachinstallieren, die ich benötige, in den Libraries, die die Applikation benötigt. Und kann die Applikation tatsächlich starten, als derjenige, der sie dort installiert. Aber das sieht natürlich auch, kann natürlich auch durchaus anders aussehen. Ich habe die zwei Applikationen und die bringen alle ihre eigenen Abhängigkeiten mit. Das funktioniert auch noch relativ gut, solange diese Abhängigkeiten sich eben nicht überschneiden, solange diese Abhängigkeiten für sich alleine stehen. Und die einzigen Abhängigkeiten, die alle sozusagen gemeinsam nutzen, ist das Betriebssystem und natürlich der Server, die Hardware, auf dem das Ganze läuft. Also wahrscheinlich ist dir auch noch alles relativ super. Jetzt gibt es aber Situationen, da ist es nicht mehr super. Nämlich, der Entwickler sagt zu einem, meine Applikation, die braucht unbedingt PHP 4.0. Und der andere Entwickler sagt, meine Applikation, die braucht unbedingt PHP 4.3. Ja, dann steht man an dem Punkt und denkt sich, jetzt versuche ich mal beides parallel zu installieren. Ja, das ist meistens sehr viel Spaß, erfordert sehr viele Nachtstunden, das irgendwie hinzukriegen. Am besten noch, wenn es ein Live-System ist, wo das Ganze drauf passieren soll oder sowas. Also meistens endet man dabei, dass man einfach nur verzweifelt ist und dass man unendlich viele Stunden probiert hat, das Ganze zum Fliegen zu kriegen. Und immer wieder festgestellt hat, oh, es bricht auf der einen Seite das, dann bricht auf der anderen Seite das, dann bricht auf dieser Seite das und so weiter und drum und dran. Nicht schön. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Abhängigkeitshölle, die halt dadurch entsteht, die dann meistens in Applikationen forciert wird, dass sie auf bestimmte Versionen zwanghaft laufen müssen. Besonders mit älterer Software ist es meistens ein Problem, mit neuerer Software gucken die meistens, dass sie irgendwie ihre Abhängigkeiten sauber hinkriegen oder allgemein von den neuen Sachen abhängen und damit keine Komplikationen entstehen. Aber gerade wenn man eine alte Applikation hat und eine neue Applikation drauf installieren will, hat man diese lustigen Unterschiede. Okay. Was macht der Admin, wenn er keine Zeit hat, aber irgendwie Geld? Er kauft einen neuen Server. So, er nimmt einen neuen Server, er installiert ein neues Betriebssystem drauf, er installiert die zweite Applikation auf dem anderen Server, das hat seine eigenen Abhängigkeiten, seine eigenen Libraries, das ist alles super. Da kann man jetzt schön die Applikationen voneinander getrennt halten und man hat keinen Konflikt an der Stelle. Natürlich ist das in erster Linie teuer. Das ist einfach mal die Verdopplung der Ressourcen, der Hardware-Ressourcen, die man an der Stelle hat und nicht sehr effektiv. Also es ist einfach verschwenderisch, was man da macht. Aber es passiert tatsächlich immer allzu oft, dass die Applikationen auf unterschiedlichen Servern landen. Ja, das Ganze ist natürlich auch schwer zu managen, weil jetzt habe ich zwei Server und das heißt, ich muss mich um die Sicherheitsupdates von zwei Servern kümmern. Ich muss mich nicht nur um die Sicherheitsupdates von einem Server kümmern. Und ich muss auch zur Administration auf beiden Servern gleichzeitig irgendwie unterwegs sein. Ich muss die Logs dort lesen und so weiter. Also der Aufwand ist nicht wenig. Okay. Wie man natürlich auch feststellen kann in so einem Szenario, was wahrscheinlich auch der Fall ist, ist, man hat nicht eine Applikation, die 100% von diesem Server beansprucht. Also die Applikationen, meistens sind sie nicht so wirklich rechenintensiv,
eher so speicherhungrig und festplattenhungrig. Und egal wie rum es ist, auch wenn es eine Applikation ist, die durchaus CPU-intensiv ist, hat man meistens dann die anderen Ressourcen, die da einfach rumliegen und nur Geld kosten und im Zweifel alle 3 Jahre ausgetauscht werden müssen. Also auch keine zufriedenstellende Lösung an der Stelle. Was gibt es da jetzt anderes? Naja, es gibt sowas wie virtuelle Maschinen, VMs. Und es gibt sowas wie Container jetzt seit neuem. Oder seit längerem vielleicht sogar schon. Wir haben es noch nicht Container, es kannte nur noch fast keiner als Container. Okay, wir gucken uns jetzt mal den Fall an von, wir nutzen die Virtualisierung. Also nach wie vor, wir haben diese 2 getrennten Applikationen, die haben ihre Abhängigkeiten, die miteinander kollidieren würden im Normalfall. Und dann ziehen wir einfach da so eine Virtualisierungsebene rein. Also jetzt besorgen wir uns irgendwie Software, die das für uns tut, die auf dem Server eine Virtualisierung schafft. Das kann entweder für teuer Geld sein, also Dollar, Kommerz, irgendeine Firma, oder das kann natürlich auch günstig sein oder Open Source sein, indem wir KVM einsetzen. Aber auf jeden Fall, was wir damit tun, ist, wir erhöhen die Komplexität in dem System. Weil jetzt erzeugen wir einen Zwischenlayer zwischendrin, der auch nochmal seine speziellen Anforderungen hat, der auch nochmal seine speziellen Bedürfnisse hat, auch was die Wartung angeht und so weiter. Also wir sind zwar jetzt schön getrennt voneinander und wir nutzen vielleicht auch die Hardware jetzt effektiv an der Stelle, aber wir haben uns in erster Linie auch mal Overhead besorgt an der Stelle. Und die Virtualisierung wird immer besser, es wird immer optimierter an der Stelle, das heißt, der Overhead wird vergleichsweise immer geringer, aber die Komplexität dadurch nimmt natürlich auch zu. Also es wird nicht so, dass es dann für den Administrator deutlich einfacher wird an der Stelle. Er hat zwar keine Nachtstunden mehr, in denen er Abhängigkeiten versucht aufzulösen, aber er hat dann Nachtstunden, in denen er versucht, Raids von VMware-Servern zu fixen, was vielleicht auch nicht so cool ist. Ja. Kommen wir zum Container. Der Container an sich ist auch nach wie vor so eine monolithische Geschichte. Wenn man so mal diesen Stack anguckt, den ich hier aufgemalt habe, man hat eine Applikation, man hat Abhängigkeiten, nach wie vor dasselbe. Man hat allerdings diese Virtualisierungsebene jetzt wieder rausgenommen. Und man hat jetzt Container-Separierung auf Betriebssystemebene. Also ein Container führt ein, dass ich jetzt nicht mehr unter dem Betriebssystem virtualisiere, sondern ich tue jetzt eine Separierung schaffen auf dem Betriebssystem. Also man spricht eigentlich nicht von Virtualisierung an der Stelle mehr, sondern man spricht eher an Separierung von unterschiedlichen Sachen. Und die Separierung findet hier im Kernel statt, auf Linux-Betriebssystemen. Interessant an dem Beispiel ist, auch ein Windows, ein Microsoft, versucht das gerade irgendwie hinzukriegen. Die wollen das auch haben. Und da findet es natürlich nicht unter Linux statt, sondern irgendwie anders. Aber sie wollen da irgendwie POSIX-kompatibel sein und das irgendwie lösen, das Problem und so. Viele lustige Zeiten, die auf einen zukommen. Ja, wer Linux kennt, kennt vielleicht schon sowas Ähnliches wie so Container. Das nennt sich Changeroot. Und man könnte eigentlich sagen, dass Docker ein Changeroot auf Drogen ist. Also es ist so ein Changeroot aufgebohrt mit dem, was man eigentlich immer mal haben wollte. Und es nutzt verschiedene Features aus dem Linux-Kernel, die da sind, die ein Changeroot halt nicht nutzt. Dazu zählt in erster Linie Network Namespaces, die ermöglichen, dass man Netzwerksachen voneinander trennen kann, dass auch wirklich Container ihre eigenen Netzwerkschnittstellen haben und nicht in andere Systeme reinschauen können auf Netzwerkebene. Es gibt C-Groups, die es im Linux-Kernel ermöglichen, ganz klar Prozessstrukturen voneinander zu trennen, also auch da keine Überschneidungen zu schaffen. Und jetzt gibt es das eigentliche Thema, auf das ich mit euch ja den Vortrag halten wollte, ist Docker, das so ein High-Level-Tool obendrauf darstellt, mit dem man das Ganze einfach managen kann. Also ihr müsst euch nicht im Detail auskennen mit LXC, was die Linux-Container sind, was Docker unter der Haube alles benutzt. Und eben, ihr müsst euch nicht wissen, was Network Namespaces sind und C-Groups und so weiter. Das macht Docker für euch. Also, Docker. Docker ist prinzipiell beachtet erstmal die Applikation als solche. Eine Applikation könnte man jetzt so als einfachen Kasten jetzt so darstellen, ist meistens aber ziemlich komplexer als ein einfacher Kasten. So, meistens ist so eine Applikation aus mehreren Gliedern zusammengebaut. Und erst zusammen, diese Glieder allein zusammen, ergeben die eigentliche Struktur der Applikation und die eigentliche Applikation. Also im Konkreten hat man jetzt zum Beispiel einen Webshop, der besteht aus Code.
Und man hat einen Webserver, der diesen Code ausliefert. Und man hat einen Datenbankserver, der sich irgendwie darum kümmert, dass die Bestellungen nicht verloren gehen, die jemand mal getätigt hat. Und man hat einen Mailserver, der versorgt die Leute mit Bestell-E-Mails. Das ist jetzt alles die Applikation. Also aus Entwicklersicht ist das sozusagen die Applikation. Für dich als Administrator oder für dich denjenigen, der es deployt, ist es halt mehr als das. Es ist diese ganzen Abhängigkeiten, die da geschaffen werden müssen, auch an Prozessen und an Subsystemen. Ja, und wenn man jetzt die Applikationen anguckt, also wenn man jetzt, könnte man sagen, jedes dieser einzelnen Glieder ist eigentlich auch eine Applikation an sich. Sie löst ein Teilproblem. Der Webshop-Code löst die eigentliche Logik an der Stelle. Der Webserver kümmert sich eben um das Ausliefern. Der Datenbankserver hält die Daten persistent. Und der Mailserver kümmert sich darum, dass die Kommunikation nach außen via E-Mail auch stattfindet. Also geht Docker von dem Ansatz her, eigentlich könnten wir das jetzt alles viel als einzelne Applikation betrachten. Und das teilen sie auch auf. Sie teilen, wenn man den Docker-Paradigmen folgt, sagt man normalerweise, dass man einen Prozess pro Container hat. Und in dem Fall ist wirklich der Webserver ein Prozess, der Webshop-Code ist ein Prozess, der Datenbankserver ist ein Prozess und der Mail-Server ist ein Prozess. Alles läuft auf demselben Server, läuft auf demselben Betriebssystem. Und man hat die schöne Separierung erreicht. Aber es ist immer noch eine Applikation. Nun, wenn man jetzt so ein komplexeres Setup anguckt, ich hoffe, man kann es lesen, ja. Ein komplexeres Setup anguckt, wo so auf dem Server mehrere Sachen sich tummeln, als nur diese eine Applikation, sondern drei Applikationen, dann stellt man sich schnell die Frage, jetzt habe ich mehrere Container zwar da liegen, aber irgendwie müssen die Container ja auch miteinander reden und irgendwie müssen ja irgendwie der Webserver auch wissen, was er ausliefert und der Mailserver muss irgendwie wissen, was er verschickt und so weiter. Und genau bei dieser Sache, wie man im Container miteinander kommunizieren, hilft einem Docker. Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, diese reine Container-Separierung der Prozesse, das könnt ihr auch mit den Basistools unter Linux machen. Also EdXC und so weiter kann das auch. Wenn ihr jetzt ein bisschen weitergehen wollt und eben die Kommunikation herstellen wollt zwischen den einzelnen Systemen, dann hilft euch Docker hier an der Stelle und baut Brücken zwischendrin. Und die Brücken können ganz unterschiedlich aussehen. Auf der einen Seite gibt es Brücken, die Docker zur Verfügung stellt, die Netzwerkverkehr ermöglichen zwischen zwei Containern. Also ihr könnt euch dann, wenn beide Container irgendeinen IP-Dienst anbieten, können die miteinander reden. Oder ihr könnt Volumes, sozusagen sogenannte Volumes mounten. Das heißt, ihr könnt von einem Container in den anderen Container Daten auslagern und die Daten euch dann auch holen von dort. Dadurch gibt man einfach Pfade an, von wo, nach wo man Daten gerne hätte. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie als würde man einen USB-Stick mounten und so. Aber da gibt's, Docker hat eigene Kommandos dazu. Und dann gibt es natürlich auch Systeme, das ist hier nicht eingezeichnet, aber wo man gegebenenfalls auf Daten zugreifen will, die auf dem Betriebssystem-Level liegen. Auch dazu stellt Docker Tools zur Verfügung und dadurch kann man dann effektiv auch auf Dateisystem Sachen zugreifen, die nicht in Containern liegen. Und am Ende möchte man wahrscheinlich die Applikation meistens, wenn es eine Online-Applikation ist, auch noch von außen erreichbar machen. Und dafür stellt auch Docker Tools zur Verfügung, dass ihr vom Betriebssystem-Level aus Ports freigeben könnt, die dann in Container reingemappt werden. Also auch das gibt es. Also jetzt kommen wir mal zu den Basics, die so ein die Docker ausmacht. In erster Linie ist Docker eine offene Plattform. Also das Begriff Docker wird oft synonym benutzt zu den eigentlichen Tools, die zu Docker gehören. Aber an sich beschreibt eigentlich Docker die Plattform. Es ist nämlich eine Unmenge an Tools und es werden jeden Tag mehr gefühlt an der Stelle. Die Plattform richtet sich in erster Linie an Entwickler und an die Admins, die es deployen müssen. Die haben die beiden, die sind die Hauptzielgruppe von Docker. Docker sagt dazu, deploy everything, nearly everywhere, reliably and consistently. Also sie versprechen einem, also sie geben ein Heilsversprechen ab, dass man mit Docker so ziemlich alle Probleme löst, die es irgendwie gibt. Fraglich, ob das so ist. Aber was sie auf jeden Fall gut können, ist dieses Deploy Everything. Die Docker kann relativ gut mit Web-Applikationen, mit Backend-Applikationen zu diesen Web-Applikationen auch, mit Datenbanken, mit Message-Queues, mit Proxies and you name it. Also
So, alle Applikationen, die irgendwie auf Kommunikation mit Außendiensten Sachen beruhen, damit spielt Docker ganz gut. Dieses Deploy Everywhere, naja, man muss es ein bisschen einschränken. In erster Linie läuft Docker auf Linux. Es braucht einen Linux-Kernel, der unten drunter ist. Es läuft aber halt auch mit einem Linux-Betriebssystem effektiv in virtuellen Maschinen, wo halt ein Linux installiert ist. Und es läuft auch auf einem Linux-System natürlich dann auch auf direkt dem nackten Metall, also direkt auf dem Server ohne Probleme. Es unterstützt fast jegliche Distribution heute, Docker. Also wenn ihr irgendwie ein aktuelles Ubuntu, ein aktuelles Fedora, ein aktuelles Gentoo nehmt oder sonst was, ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache eine Linux-Distribution und ihr habt eigentlich eine Möglichkeit, Docker laufen zu lassen. Voraussetzungen sind natürlich moderne Kernel an der Stelle. Also wenn ihr ein Betriebssystem habt, was noch einen alten Kernel hat, dann kann das teilweise auch noch funktionieren. Für 3.2 gibt es noch Portierungen. Aber so alles mit 2.6 irgendwie, solltet ihr besser vielleicht nicht Docker benutzen. Das Problem ist einfach, hier fehlen die Bausteine, die Docker benutzt, nämlich LXC, Linux Container Format und so weiter, um die richtig benutzen zu können. Und ihr seid ein Stück weit angewiesen darauf, dass es x86-64 Plattformen sind. Es gibt aktuell auch einen Port, was ich sehr faszinierend finde, von Docker für ARM. Also wenn euch immer ARM was sagt, so Embedded-Bereich besonders stark, da wollen die irgendwie auch was mit Containern machen. Ich weiß nicht, wie performant das Ganze ist an den Stellen, aber ja, die haben auf jeden Fall auch starkes Interesse daran, die Industrie, und die Portierung da fand eben schon statt und wird gerade weiterentwickelt. Was ist ein Docker-File? Das ist jetzt mal so die Basiskomponente, die ihr braucht, nämlich die Bauanleitung. Wenn ihr so einen Docker-Container baut, dann müsst ihr ihm einen Docker-File präsentieren, das heißt tatsächlich Docker-File. Und darin beschreibt ihr in Schritt-für-Schritt-Anleitungen, was ihr haben wollt. In dem Beispiel, was ich jetzt hier oben zeige, seht ihr oben das Fedora 20, was hier als Dependency required wird, das ist dieses From. Also wir holen so ein Basissystem rein in den Docker-Container, der erstmal aussieht wie ein Fedora. Dann setzen wir noch einen Maintainer, der dieses Paket, der irgendwie dieses Docker-File mal geschrieben hat, aber es ist nur Metainformation. Und dann führen wir Befehle aus mit sogenannten Run-Kommandos. Und dies fühlt sich genauso an für den Administrator, als würde er auf der Bash nacheinander die Befehle reinhacken, was er installieren möchte. Also er ruft seinen Paketmanager der Wahl auf, installiert erstmal das Paket, was er haben möchte, in dem Fall MongoDB. Und am Ende räumt er dann auch noch ein bisschen auf, was er gerade installiert hat mit seinem Zeug, damit nicht irgendwelches Zeug rumgammelt, was da nicht hingehört. Und dann installiert er ein Directory, also nicht installiert, sondern legt ein Directory an, toucht ein paar Files, alles, was halt MongoDB braucht, um nachher zu funktionieren. Und dann legt er noch mit diesem Add-Befehl, den ihr hier sehen könnt, ein File rein in diesen Docker-Container, was vorher an sich so nicht erreichbar war, nämlich es kommt aus dem eigentlichen Dateisystem, wo Docker gerade aufgerufen worden ist. Also es liegt zum Beispiel in eurem Home-Directory drin, da liegt eine Conf-Datei von MongoDB und die bindet ihr jetzt einfach in diesen Container mit ein. Oder in dieses Image. Ja, und dann gibt es noch eine Volume-Definition. Die Volume-Definition hilft euch zu sagen, ich biete übrigens ein Verzeichnis an, das heißt var-lib-mongo-db, und da kann ein anderer Container gerne sich Daten auch abholen, wenn er das machen möchte. Zum Beispiel, weil es ein zweiter MongoDB-Container ist, der auf denselben Daten arbeitet, was tatsächlich mit MongoDB funktioniert. Dann kann er diesen Datenbereich auch lesen, also denselben Datenbereich, den der erste Container auch liest. Und das ist nur die Hilfe dazu, dem anderen Container zu sagen, übrigens, hier gibt es ein Verzeichnis, das kannst du lesen. Dann gibt es Expose. Expose hilft zu deklarieren, welche Ports nach außen hin dein Container zur Verfügung stellt. Also wenn es ein Webserver ist, wäre es Port 80 und Port 443. Bei MongoDB ist es irgendeine kryptische Portnummer. Ich weiß nicht mehr, ob die offiziell ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind das die Deklarationen, die man benutzt, um nachher die Ports bekannt zu geben an die Außenwelt. Aber das hat effektiv auch nur einen Dokumentationseffekt. Also diese Portnummern sind nicht zwanghaft. Wenn ihr da eine Portnummer vergessen habt, die euer Service eigentlich zur Verfügung stellt, dann passiert da gar nichts. Ihr könnt trotzdem auf diesen Service zugreifen unter dieser Portnummer. Es ist nur so, dass diese Portnummern hier helfen, den anderen, wenn man eine Übersicht macht über alle Container, zu sehen, okay, welche Ports bietet eigentlich, sollte eigentlich dieser Container anbieten. Okay, und dann gibt es einen User.
Ein User, der hilft, einfach im Container zu bestimmen, unter welchen Benutzerrechten sollte das Ganze laufen. Weil man möchte ungern Sachen immer als Root laufen lassen, auch in Containern. Dazu komme ich auch später mehr in den Security-Geschichten. Und ein Work Directory, das ist sowas wie ein Home Directory von dem Prozess. Und ein Entry Point und Command. Ein Entry Point und Command sind zwei voneinander ein bisschen unabhängige Dinge. Das Entry Point bezeichnet einfach ein Programm, was gestartet wird, wenn der Container hochgefahren wird. Und der Command bezeichnet sozusagen die Parameter, die dem Kommando übergeben werden. Dann kann man nachher später auch noch mit den Docker-Tools ein bisschen dran rumspielen. Auch wenn dieses Docker-File schon definiert worden ist, kann man später trotzdem diesen selben Container nochmal mit einem anderen Parameter aufrufen. Ja. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Command-Line von Docker. Kann man das lesen? Okay, sehr gut. Command-Line von Docker. Das meiste, was die ersten machen werden mit Docker wahrscheinlich ist, sie installieren sich Docker über ihre Distribution, die sie installiert haben, und rufen dann normalerweise einen Pull-Befehl auf, der ihnen erstmal ein Image besorgt, was schon existiert. Also ein Docker-File, hat schon jemand mal einen Docker-File geschrieben, und das Image kann man sich einfach runterladen, kann man starten und dann hat man einen Container. Und dazu benutzt man Docker-Pull. In dem Fall wird ein Ubuntu-Image runtergeladen. Dann kann man jetzt mit diesem Image, was man runtergeladen hat, kann man erstmal vorerst noch gar nichts machen. Das ist einfach mal so ein Blob. Um damit was zu tun, muss man Docker Run aufrufen. Hier ist ein bisschen komplexeres Beispiel von Docker Run, was hier benutzt wird, was aber an sich nur eine Weilschleife aufruft, die Hello World ausgibt in diesem Container. Aber an sich sind die Docker Run-Befehle relativ kurz gehalten. Außer sie haben relativ viele Parameter, es kommt drauf an. Also je nachdem, wie ihr es zusammenpackt, braucht ihr manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, und dann gibt es noch ein paar Hilfskommandos, nachdem man so einen Container laufen lassen. Nämlich, man kann mit Docker Logs dann in diesen Container reingucken und kann gucken, was hat er auf Standard Out rausgeschrieben. Und man kann mit Docker Kill diesen ganzen Container auch wieder wegschießen. Also dadurch habt ihr sozusagen ein bisschen sowas wie eine Prozessverwaltung an der Stelle, mit der ihr eben die Docker-Container befehligen könnt. Ja, es gibt noch mehr, viel mehr an der Stelle. Ich möchte gar nicht alle Befehle erklären, die an der Stelle da sind, weil Docker irgendwie gefühlt jede Stunde kommt ein neues Kommando raus, was unterstützt wird an der Stelle. Es gibt eben noch Stop, Starten, Restarten, Kill, RM, Exec, alles Mögliche, you name it, mit dem man halt die Docker-Container verwalten kann. Weil es gibt immer mehr Wünsche von Benutzern, mit diesen Docker-Container noch mehr machen zu können, als man schon kann. Also außer starten, stoppen, möchte man gegebenenfalls auch mal einfrieren können. Man möchte gegebenenfalls auch mal eine Shell drin spawnen können, auch so ein ganz komischer Wunsch. Und man möchte gegebenenfalls auch mal unterschiedliche Logs daraus lesen können und so weiter. Dafür gibt es dann alles getrennte Kommandos, die dieses Docker-Tool zur Verfügung stellt. Das kennen die meisten unter Docker, diese CLI, also dieses Command-Line-Interface, kennen die meisten als Docker. Aber an sich ist eigentlich die wahre Macht da hinten dran der Docker-Daemon, der diese ganzen Funktionalitäten macht. Die CLI sendet nur einen API-Befehl an den Docker-Daemon im Hintergrund und der übernimmt für einen die ganzen Aufgaben an der Stelle. Es gibt ein paar Kommandos, da muss der Client auch noch selber Sachen machen, aber so, der Docker-Daemon hat schon sehr viel Magie an der Stelle. Ja, dann zu den Basiskomponenten. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt diesen Docker-Daemon. Der ist, am Anfang war der relativ schmal, ziemlich klein, ziemlich einfach. Zwischenzeitlich ist er schon ziemlich komplex geworden, dieser Docker-Daemon. Und man muss sagen, er läuft als Root. Also wenn ihr mit Docker irgendwas macht an der Stelle, ihr braucht die Root-Rechte. Und dann hat auch dieser Prozess Root-Rechte und das heißt, alles, was ihr mit ihm tut, führt er auch als Root aus. Er droppt keine Privileges oder sowas, sondern er füllt es als Root aus. Und dieser Docker-Daemon stellt diese Docker-API zur Verfügung, auf die ihr euch connecten könnt, entweder über die CLI oder tatsächlich über ein HTTP-REST-Interface. Die zwei Möglichkeiten habt ihr. Und es gibt noch eine wichtige Komponente, die man am Anfang gesehen hat, indirekt. Das ist der Docker-Hub. Ihr habt das Docker-Pull am Anfang gesehen, um ein Image sich runterzuladen. Dieses Image kommt von einer offiziellen Webseite, die Docker-Hub sich nennt. Und dort werden alle diese Images gespeichert. Also jemand hat mal einen Docker-File geschrieben, hat mal ein Image erstellt daraus und hat dann dieses Image hochgeladen auf die Docker-Registry. Und jetzt gibt es so ein Namensding.
Manchmal wird das Registry genannt, manchmal wird das Repository genannt. Docker ist da ziemlich uneins, was so die Namensgebung an der Stelle angeht. Oder manchmal nennt man es eben den Docker Hub, wenn man den mit den offiziellen meint. Aber es gibt solche Hubs auch privat. Die heißen dann normalerweise Private Registry. Also wenn ihr einen Betrieb habt, ein Unternehmen habt, in dem ihr eure Images nicht gerne an die ganze Welt verteilen wollt, dann legt ihr euch so eine Private Registry an. Die könnt ihr bei euch selber betreiben und die verhält sich genau gleich. Und da könnt ihr auch einen Docker Pull machen und eure Images runterladen. So, dann gibt es aber noch einen wichtigen Unterschied, nämlich, ich benutze es schon die ganze Zeit, zwischen Image und Container. Ein Image hat einen Namen und es ist das Docker-File Step-by-Step ausgeführt. Und am Ende entsteht ein Applikationsabbild von dem, was ihr im Docker-File definiert habt. Das darf man allerdings nicht verwechseln mit dem, was ein Container ist. Ein Container hat auch einen Namen, den kann man auch einen Namen geben, aber der benutzt das Image als Basis. Und wenn das Image ausgeführt wird, dann wird daraus sozusagen eine Runtime. Also dort drin wird dann eigentlich Leben eingehaucht, diesem Image. Und dann spricht man effektiv von einem Container. Oft so, wenn man mit Docker anfängt, verwechselt man die beiden Sachen, was ein Image und was ein Container ist. Images könnt ihr irgendwo hinschieben, rumpushen, runterladen, in Target-Sets zusammenpacken und so weiter. Container lasst ihr laufen, stoppt ihr, löscht ihr und so weiter. Ja, der ganze Prozess an der Stelle dann, mal kurz visualisiert, sieht dann so aus, dass ich hier unten das Docker-File als Ausgangsbasis habe, was wiederum in einem Verzeichnis liegt, nämlich einem Docker-Dir. Also überall da, wo ich ein Docker-File reinlege, ist es automatisch auch ein Docker-Dir. Und dann kann ich ein Kommando aufrufen, das heißt Docker-Build. Und mit dem Docker-Build-Kommando füge ich dann sozusagen aus diesen einzelnen Schritten, die ich definiert habe in diesem Docker-File, führe ich dann ein Image zusammen. Und dieses Image kann ich dann jederzeit, wenn ich es einmal gebaut habe, mit Run aufrufen und ausführen. Und dann habe ich einen Container. Und wenn ich diesen Container laufen habe und der Container hat irgendwelche Änderungen gemacht, die ich gerne wieder hätte im laufenden Betrieb, dann kann ich das tatsächlich mit Docker Commit wieder zu einem Image zurückbringen. Aber es ist nicht dasselbe. Oder ich kann natürlich mit dem Image hingehen und ich kann einen Docker Push ausführen und kann eben auf diesen Docker Hub oder die Docker Repositories oder Registries, wie auch immer sie nennen möchte, Daten pushen und jederzeit auch natürlich wieder runterladen. Und jetzt kommt das Interessante, dieser Loop zurück, der hier entsteht, zurück auf den Docker-File von einer Docker Repository, der schafft die Möglichkeit, dass ich, wenn ich Software entwickle, nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Also es heißt, wenn ich mir jetzt eine Python-Applikation schreiben möchte, dann muss ich mir nicht einen eigenen Python-Container bauen auf Basis von Ubuntu und erstmal so die Python-Abhängigkeiten installieren, was ich da brauche, die Libraries und so weiter, sondern ich gucke im Zweifel auf den Docker-Hub und da gibt es schon ein Python-Image. Und diese Python-Images, die es auf dem Docker-Hub gibt, die sind schon so generisch gehalten, dass die mir ermöglichen, meine eigenen Abhängigkeiten als eine Requirements.txt mit in dieses Docker-Dir zu legen. Und dann kann ich das Docker-Build aufrufen und schreibt mein Docker-File, was ganz kurz ist, was nur noch meine Applikation enthält. Und es gibt aber in der From-Zeile Python an. Und schon habe ich ein neues Image, was basiert auf dem alten Image, was auf der Repository hier oben kam. Also das heißt, ich kann so einen Ansatz machen, dass ich mir so eine Basis suche irgendwo, Python, Perl, sonst was, ein Docker-Container, ein Docker-Image. Und dann dieses Image nehme, in meinem Docker-File als From angebe und damit sozusagen meine Applikation on top drauf baue. Wieso geht das? Ja, Docker hat da Intelligenz eingebaut an der Stelle. Docker ermöglicht seine Daten, seine einzelnen Schritte, die es ausführt, seine Sachen, die es im Bildprozess durchmacht, als Layer zu speichern. Und von Layern kann man im Konkreten davon reden, dass auf Kernel-Ebene ein Dateisystem benutzt wird, was Layer unterstützt. Es war mal zu einer Zeit lang OFS unter Docker, jetzt zwischenzeitlich ist es schon wieder eine andere, Device Mapper heißt das System, was Sie jetzt nutzen. Und je nach Betriebssystem ist es unterschiedlich tatsächlich. Es interessiert aber meistens die Leute nicht, weil sie damit gar nicht in Berührung kommen. Das einzige Wichtige ist, es muss ein System geben, was Layer unterstützt. Und was man jetzt hier tut zum Beispiel, und das sieht man in diesem Beispiel, ist, man hat einen Debian-Basis-Container und darauf führt man aus, dass man Emacs haben möchte. Das ist dann ein zusätzlicher Layer auf diesem Debian-Basis-Container. Also dieser Basis-Container von Debian bleibt unangefasst. Der liegt nach wie vor, so wie am Anfang ihr ihn mal runtergeladen habt, immer noch auf eurem Basissystem. Ihr
Eure Änderung wird nur on top gemacht auf einem neuen Layer. Und dann wird noch ein Apache hinzugefügt auf diesen Emacs. Und es erzeugt wiederum ein neues Image, was allerdings eine Abhängigkeit natürlich hat von dem unten drunter. Also es gibt so eine Abhängigkeit, so eine Referenzabhängigkeit nach unten hin. Und damit ist ganz klar, was ihr am Ende kriegt. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt ganz oben. Was passiert denn ganz oben? Ganz oben gibt es einen Union Mount Layer, der ganz oben drauf sitzt. Und dieser Union Mount ermöglicht euch, dass wenn ihr Dateien verändert, die eigentlich in den unterliegenden Layern drin sind, dass er zum Zeitpunkt, wenn er sie verändert, ein Copy on Write macht. Also er kopiert den Datenblob woanders hin in seinem Speicher, gibt euch den als zum Schreiben frei und dann könnt ihr darauf Sachen verändern. Aber solange ihr die Datei nicht anfasst und sie nur lesend öffnet, passiert da gar nichts. Ihr verändert nichts an dieser Datei. Das heißt, er greift weiterhin auf diese Layer zu, die er vorher schon sich irgendwo mal runtergeladen hat. Was heißt das? Wie können diese wieder benutzt werden? Und was für Vorteile schaffen sich daraus? Als Beispiel hier in Ubuntu, aktuelle Longtime-Support-Release Ubuntu, hat man sich runtergeladen, hat darauf einen Apache-Layer sich mal gebaut. Den hat man Apache genannt, das Image. Und jetzt unterscheidet sich es aber in zwei Richtungen. Man hat nämlich einmal Mod Perl benötigt für Apache, um eine Perl-Applikation, ein Monitoring-System Isinga zu installieren. Und einmal hat man aber Apache gebraucht, um PHP 5 zu installieren und darauf in WordPress laufen zu lassen. Und an der Stelle hilft einem Docker und erkennt, dass eben Apache das gemeinsame Teil ist und benutzt das wieder. Und erst ab der Unterscheidung Mod Perl und PHP 5 gehen die Layer getrennte Wege und diese Layer müssen gebaut werden. Aber vorher wird unten drunter die Basis wird dasselbe benutzt. Hat auch den Vorteil, wenn ihr jetzt wirklich Security-Updates einspielen müsst für dieses unterliegende Ubuntu, müsst ihr das einmal nur für dieses Ubuntu tun und dann vererbt sich das hoffentlich weiter in alle weiteren Container. Bei den Security-Sachen rede ich mal kurz darüber, das kann auch schief gehen. Ja. Also, man kann das sogar noch weiter treiben und kann davon reden, dass man eine Applikation hat, die auch auf WordPress basiert, aber man will diese Applikation zweimal starten. Also man will zwei WordPress-Blocks haben. Da kann man das auch mit Docker einfach zweimal Docker Run aufrufen für WordPress und man hat am Ende zwei Container, die WordPress darstellen, genau gleich, vielleicht auf unterschiedlichen URL-Servern dann später, wenn man sie durchkonfiguriert hat. Aber somit hat man halt zwei Applikationen, die aus denselben Layern stammen, nur und sich unterscheiden an dem Union Mount Layer, der ganz oben drauf liegt. Das ist der einzige Unterschied. Also die Laufzeitdaten sind der einzige Unterschied da. Das ist einfach sehr speichereffizient, muss man sagen. Also für mir aus der Firma raus kann ich euch sagen, dass es so ist, dass wir eine Applikation haben, die müssen wir ca. 100 Mal parallel deployen auf einem Server. Und wir speichern die Daten für diese Applikation, für diese spezifische Version genau einmal. Und dann starten wir diesen Container 100 Mal. Im Normalfall, wenn wir mit einem virtualisierten System an diesen Ansatz rangehen würden, müssten wir diese Daten 100-fach duplizieren. Wir müssten in jedem virtuellen System diese Daten bereithalten. In dem Fall, wo wir ein Basissystem nutzen und darauf 100 Container starten, haben wir die Daten genau nur einmal und das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Laufzeitdaten. Und das ist interessanterweise bei uns in der Applikation zum Beispiel gar nicht viel. Also so ein Image unserer Applikation, lass es mal ein Gigabyte sein, müssten wir duplizieren 100 Mal, also 100 Gigabyte. Die Laufzeitdaten wiederum sind aber gerade mal 500 Megabyte. Also da kann man einfach deutlich erkennen, dass da das containerbasierte System deutlich überlegen ist einem virtualisierten Ansatz. So, dann gibt es noch weitere Tools, die Docker zur Verfügung stellt. Das waren jetzt erstmal die Basics, die Docker da hat. Jetzt kommen noch weitere Tools ins Spiel. In erster Linie gibt es dazu Compose, was Anfang des Jahres so richtig groß aufkam, nachdem man ein anderes Projekt übernommen hatte. Das macht Docker auch gerne, so andere kleine Projekte, die sich interessant anhören, einfach mal schlucken. Die haben nämlich ziemlich viel Risikokapital bekommen, nachdem es so ein gehyptes Projekt war. Und Compose macht für einen Container Management. Also man hat eine Applikation oder viele Applikationen. Und die, wie ich es vorhin gezeigt habe, bestehen normalerweise aus mehreren Containern, wenn man den Docker-Ansatz verfolgt. Also ein Prozess pro Container, der Datenbank-Container, der Webserver-Container und so weiter. Also man hat Abhängigkeiten zwischendrin auch noch, die dann entstehen, wenn man multiple Container hat.
Man hat die Netzwerkzugriffe, die gegenseitig realisiert werden müssen, die Volume-Zugriffe, die gegenseitig realisiert werden müssen und so weiter. Und da kommt das Compose ins Spiel. Compose ist das Verwaltungswerkzeug, was es euch ermöglicht, dass ihr diese Sachen miteinander verbinden könnt. Und dass effektiv für euch wieder nachher der Eindruck entsteht, es ist eine Applikation. Oder für den Entwickler. Und dazu benutzt Docker Compose einen YAML-File, wo man deklariert sozusagen, welche Images man alle haben möchte und wie die Images zueinander in Abhängigkeit stehen. Und dann bietet Docker Compose auch noch Kommandos on top an, um diesen ganzen Verbund zu starten, zu stoppen, neu zu bauen. Also man kann damit auch Docker Build aufrufen für alle diese Images und so weiter. Dann kommen wir zu Swarm. Swarm ist ein Docker-Projekt, auch relativ neu, auch circa ein halbes Jahr alt, wo es darum geht, dass man, wenn man so ein Docker betreibt, dann meistens in größeren Clustern betreiben möchte. Und man hat einen Docker-Daemon auf einem Server, man hat einen Docker-Daemon auf dem zweiten Server, auf dem dritten Server, auf dem vierten Server, überall sehen die Server normalerweise gleich aus. Also bietet sich eigentlich so ein Cluster-Ansatz ziemlich gut an. Oder man hat Server, die sind zwar hier lokal auf den Rechnern installiert, aber man hat auch irgendwelche Server virtualisiert irgendwo in der Cloud. Und die möchte man jetzt auch in den Cluster mit verbinden. Das kann alles Swarm lösen. Swarm spawnt einfach multiple Docker-Daemons überall und kann diese wiederum verwalten. Und am Ende ist das Interessante noch dabei, es gibt eine API-Kompatibilität zum normalen Docker. Das heißt, der Entwickler oder der Admin, der dann darauf eine Applikation laufen lässt oder einen Container laufen lässt, für den fühlt sich das immer noch so an, als würde er normalen Docker-Daemon benutzen. Also das, was der Admin gewohnt ist. Aber im Hintergrund startet er das irgendwo im Cluster. Wie man so schön sagt, irgendwo in der Cloud. Genau. So, das letzte Tool, was ich euch noch vorstellen möchte heute, ist Kitematic oder Kitematic. Und das Tool dient dann dafür, um es einfacher zu machen, convenient zu machen, eine GUI zu haben für Docker, weil ihr wisst ja, Leute, die unter Mac und Windows arbeiten, haben gerne GUIs. Sagt man. Also es stellt euch für euch diese Clicky-Bunti-Geschichte zur Verfügung. Weil das Problem, was ihr tatsächlich habt unter Mac und unter Windows, ist, dass ihr kein Linux-System habt. Ihr habt zwar unter Mac einen BSD-Klon in entferntester Art und Weise, aber unter Windows habt ihr gar keine Chance. Und trotzdem möchtet ihr gegebenenfalls Docker nutzen. Und das Interessante ist, Microsoft selber möchte Docker nutzen. Und dafür bietet euch die Kitematic einen Installer an, mit dem ihr einfach unter Windows eine Excel, unter Mac eine DMG-Datei, mit dem ihr mit einem Klick euch ein komplettes Docker-Environment herzaubern könnt mit einer GUI und realisieren drin das Ganze mit VirtualBox im Hintergrund. Also da kommen wir einfach wieder zur Realität zurück. Was muss man tun auf einem System, wo man keinen Linux-Kernel hat? Ja, man muss ihn virtualisieren. Man hat keine Chance, das anders hinzukriegen. Aber sie machen das halt sehr convenient. VirtualBox installiert sich da im Hintergrund, startet diese VM, hookt sich überall da rein, wo es sein muss. Man kann sogar von der Shell aus unter einem Mac dann auf diesen Docker-Daemon sich connecten. Das fühlt sich alles ganz, ganz nativ an. Aber in Wirklichkeit geht das halt immer noch einmal den Umweg in diese VM rein. Und was in dieser VM steckt, ist ein minimales Docker-Betriebssystem. Also früher war es mal so ein ganz abgespecktes Debian. Heutzutage benutzen die irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr. Es scheint so den Trend zu geben, das irgendwie zu minimieren, dann wieder zu vergrößern, wieder zu minimieren, zu vergrößern, je nachdem, wie viele Features sie gerade reinpacken in Docker. Also da gibt es immer irgendwie so jedes Update, gibt es ein neues Betriebssystem, was sie da benutzen. Und was sie natürlich ein sehr cooles Feature mit dieser GUI realisieren können, ist, sie bieten eine Möglichkeit an, in dieser GUI, das sieht man auch hier, im Docker-Hub zu suchen. Also ihr wisst ja, Webseiten besuchen und sowas, total out. Das macht man nicht mehr. Man nimmt jetzt wieder die Applikation klassischerweise und sucht in der Applikation durch eine Webseite und tut dann von dort aus die Container starten. Also man klickt dann sozusagen auf Start und dann tut er im Hintergrund das Runterladen, Docker Pull machen und Docker Run aufrufen und die Applikation läuft. Und im Zweifel kriegt man dann hier auch noch Logs angezeigt auf, im GUI. Ja. Ein Tool, wunderbar zum Prototypen oder für Leute, die sich Docker mal angucken wollten. Nichts für den Produktivbetrieb, überhaupt nicht. Das ist ein ziemlicher Verschlag, der da benutzt wird, um das irgendwie lauffähig zu kriegen. Okay, und zu guter Letzt möchte ich mit euch noch über Sicherheit reden bei Docker. Weil ich denke, bei dem ganzen Hype ist dieses Thema irgendwie untergegangen. Was für Angriffsvektoren gibt es da?
Naja, es gibt diesen Docker-Daemon, den ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Dieser Docker-Daemon läuft mit Root-Rechten. Viele Applikationen heutzutage auf Linux-Systemen laufen nicht unbedingt mehr mit Root-Rechten, jedenfalls nur kurz am Anfang. Dann droppen sie ihre Privilegien und es gehen weiter als User-Prozess. Aber der Docker-Daemon arbeitet prinzipiell immer auf Root. Warum tut er das? Naja, da gibt es viele Probleme, die sie lösen müssen über die Zeit, was wahrscheinlich auch gelöst wird, hoffentlich, dass sie eben auf Volumes zugreifen vom System, dass sie dem Linux-Kernel irgendwie mitteilen möchten, dass er bestimmte C-Groups anlegt, dass er Net-Namespaces anlegt und so weiter. Und diese ganzen Sachen kann man halt als User nicht tun. Oder jedenfalls nicht mit Docker tun. Ja, dann gibt es das Thema Docker-API. Wie jede neue Applikation heutzutage kommt es mit einer API um die Ecke und man kann per HTTP ziemlich alles machen, was natürlich auch nicht gut ist. Weil alles machen heißt tatsächlich auch, ich kann damit ein System own. Also ich kann tatsächlich über die Docker-API mir einen arbiträren Container starten, der mir eine Remote-Shell von diesem System spawnt nach extern. Also so wie der feuchte Traum von jedem, um irgendwie eine Remote-Code-Execution hinzukriegen, wenn die Docker-API offen ist, wunderbar. Geht sofort. Hat man sofort Root-Rechte, kann man alles machen. Sie haben dieses Problem ein bisschen adressiert, indem Sie gesagt haben, okay, wir bieten die Docker-API zur Version 0.6 oder sowas, vorher war die anders geregelt, bieten wir die mal nur per lokalen Socket an. Also vorher war die immer offen, per TCP. Und da hat man die mal nur noch per lokalen Socket angeboten, so als Security-Feature. Und hat dann gesagt, okay, jetzt hier nur ein lokaler Socket, der Admin weiß schon, was er tut. Ja, der lokale Socket so von Haus aus in bestimmten Systemen ist auch von jedem schreibbar. Also jeder, der mal eine Shell hat, man muss mal gucken, ob er Docker installiert, ob da jemand Docker installiert hat und man kann mal gucken, ob der Socket da schreibbar ist. Wenn ja, dann viel Spaß mit dem Server. Also Ubuntu und sowas haben das Problem angelöst, indem sie hingegangen sind und gesagt haben, okay, von Haus aus hat dieser Socket nur Schreibrechte für eine Group namens Docker. Und darin ist normalerweise nur Root vorerst mal drin. Und das muss man dann dementsprechend erweitern. Aber ja, es gibt viel interessantes Angriffspotenzial an der Stelle. Und interessanterweise ist es so, man kann eben noch HTTP zusätzlich einschalten. Also man kann neben diesem Socket auch noch HTTP einschalten. Und von Haus aus, wenn man HTTP einfach einschaltet, ist keine Verschlüsselung eingebaut und keine Authentifizierung. Also man ist wieder in dem Fall, wie man vorher war. Man hat einfach einen TCP-Port nach außen aufgemacht und darüber kann man die Docker-API erreichen. Und das Interessante ist auch noch, wenn man die URL einfach mal queried mit dem Port, dann kriegt man auch einfach mal gesagt, hallo, ich bin Docker mit der Version so und die vorherigen Kommandos kannst du ausführen. Also ist auch noch sehr geschwätzig an der Stelle und sagt einem noch gleich, übrigens, hier ist ein Tor offen, bedien dich. Und dann haben sie aber gesagt, oh ja, wir bauen jetzt mal Sicherheit ein, wir gehen mal hin und machen mal HTTPS. Ja, im Client-Server-Modell. Also hat Docker-API unterstützt Client-Server-Zertifikate. Jeder weiß, was für ein unheimlicher Krampf das ist, das Ganze auszurollen und gemanagt zu kriegen für jeden Docker-Daemon. Also was normalerweise passiert ist, es gibt irgendwie so ein Client-Zertifikat, was sich alle teilen und irgendwie ein Server-Zertifikat, was sich alle teilen. Irgendwie eine globale CA teilweise auch noch, was sich alle teilen. Also es ist irgendwie ziemlich oft kaputt an der Stelle, dass man so sieht, die Deployments, die haben HTTPS eingeschalten, aber dieses Zertifikat zu bekommen ist meistens gar nicht so schwer. Und es ist halt nach wie vor optional. Also ich bin ein starker Verfechter davon, dass man HTTPS Mandatory heutzutage macht, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt. Und ich denke, die Community, die hier im Raum ist, denkt genauso. Aber es ist bei Docker so erst in Version 0.7 oder sowas erschienen, dass man sowas mal einbaut. Und es ist natürlich auch gleichzeitig der Authentifizierungsschutz des Zertifikats. So, dann kommen wir ein bisschen mal runter von Docker an sich. Aber am Ende nutzt Docker ganz viele Kernel-Features. Und diese ganz vielen Kernel-Features, die Docker nutzt, die werden halt durch diese API exposed irgendwie. Also dieser Docker-Run-Befehl ruft halt im Hintergrund, legt Net-Namespaces an, lädt Images irgendwo runter, geht in den Kernel, schreibt irgendwelche Zugriffsrechte, damit Volume-Mounts und sowas funktionieren können und so weiter. Ja. Dieses Docker-Projekt hat ständigen Fortschritt in der Entwicklung. So täglich kommen da ganz viele Commits rein und die sind unterschiedlicher Qualität. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass über bestimmte Funktionalitäten in der Docker-API Kernel-Sachen exposed werden, die so direkt Hard-Level-Kernel-Zugriff sind. Also so LXC-Konfigurationsparameter sind teilweise so Spezialfälle.
Und das ist ein unheimliches Sicherheitsproblem an der Stelle und wird manchmal auch nicht wirklich sauber abgefangen von der Docker-API, dass da Sachen verändert werden können in den Stellen. Und da kommen wir halt wieder zum Schritt zurück, Docker hat Rootrechte, also es darf alles. Ihr könnt das mitigieren natürlich, indem ihr sowas wie Selinux und AppArmor benutzt. Kann man, sollte man auch im Produktivbetrieb tun, hat dann aber auch das Problem, mit jedem Docker-Update rennt ihr erstmal hinterher und tut irgendwelche Selinux-Profile anpassen, damit dieses neue Feature jetzt endlich mal unterstützt wird. So, dann kommen wir noch zum wichtigsten Punkt, das sind die Userfehler. Die Userfehler im Hauptbereich spielen sie sich ab mit den Container-Capabilities. Also ich kann einem Container erlauben, dass er auch als Root läuft. Und das ist wirklich tatsächlich nicht cool. So, einem Container, der einen Subprozess hat, der normalerweise nach außen exposed wird, Root-Rechte zu geben, ist nicht gut aufs Basissystem. Sondern er sieht auch noch alle anderen Container natürlich, weil er ist ja Root. Also man denkt, man ist im Container, aber in Wirklichkeit ist man es nicht. Und das heißt, wenn jemand minus privileged bei Docker Run macht, tut er genau das. Er gibt dem System Root-Rechte, dem Container. Und dann gibt es das nächste interessante Angriffsvektor, das sind die Volume Mounts, mit denen ich schon mehrfach geredet habe. Da kann ich hingehen und kann tatsächlich /etc in einen Container reinmounten. Ja, und der ist dann read-writable von dem User im Container. Also etc Shadow, ein bisschen rumspielen und sowas, wenn ihr mal einen Docker-Container irgendwo laufen habt, könnt ihr mal gucken, ob das geht. Das sind halt solche Probleme, die entstehen können, dadurch, dass das System alle Freiheiten einem bietet, der Docker-Daemon, in die ihr reinlaufen könnt. Oder in die Admins reinlaufen, die es für euch diesen Service anbieten, dass ihr Docker-Container laufen lassen könnt. Okay, das war's soweit mal zur Security bei Docker. Die Zukunft von Docker. Ich denke, Docker ist nicht das Heilmittel. Also der Hype, der ist in den letzten 2 Jahren darum entstanden ist, besonders im letzten Jahr, war so massiv, dass sich natürlich auch andere gedacht haben, das, was die Docker-Jungs da machen, das können wir irgendwie auch. Also Docker ist nicht die Lösung, die alle Probleme löst, und an vielen Stellen löst sie die auch nicht. Aber es ist mal der erste Schritt gewesen. Es war das erste Projekt, was mal eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil Linux Containers, LXC, existiert schon seit 2007. Also das Projekt ist echt ziemlich alt und ist auch ziemlich erwachsen, was das angeht. Aber den richtigen Schub jetzt hat es erst durch Docker bekommen. Also was gibt es da mehr am Horizont? Es gibt Rocket. Coole Namen heutzutage für Projekte. Rocket ist eine Ausgründung von CoreOS, ein Betriebssystem, was speziell eigentlich nur auf Docker gerichtet war, jetzt zwischenzeitlich aber auch mehr macht. Darum geht es, ein alternatives Containerformat zu schaffen. Ein Format neben Docker. Also dieses Docker-File und diese Docker-Images und so weiter zu ersetzen durch was Eigenes. Und was Sie, die Idee, die Sie haben, ist, man kann damit schneller, einfacher Systeme aufsetzen und man hat einen schmaleren Footprint von dem Gesamtsystem, wo Docker unheimlich gigantisch geworden ist zwischenzeitlich. Und Security ist da auch im Fokus. Es gibt signierte Images zum Beispiel. Dann gibt es noch Clear Linux. Clear Linux ist ein Intel-Projekt. Das zielt darauf ab, Container-Virtualisierung zu verheiraten mit Virtualisierung. Also mit der klassischen Virtualisierung. Ich bringe KVM zusammen mit Linux-Containern und starte pro Linux-Container eine komplette KVM-Umgebung. Und habe die Sicherheit von KVM als Virtualisierer plus dem Image-Austauschbarkeit von Containern. Und trotzdem der Convenience von Containern. Wie sie das erzielen wollen, ist dadurch, dass sie hingehen und hardware-seitig mit ihren Intel-Features das Problem optimieren werden, dass KVM einen Overhead schafft. Dadurch hat man aber wirklich tatsächlich security-technisch eine komplette Isolation wie in der VM. Und dann gibt es auch Ubuntu, die was Eigenes an der Stelle machen. Canonical hat LXD ausgerufen, der Linux-Container-Daemon, den sie selber positionieren wollen gegenüber Docker und Rocket und so weiter, wo sie sagen, wir shiften weg von dem Paradigma ein Prozess pro Container. Also sie erlauben durchaus in Docker-Containern multiple Prozesse und machen auch Prozessmanagement in einem Docker, nicht in einem Docker-Container, sondern in einem Container, Entschuldigung. Und dadurch ermöglichen sie halt mehrere Prozesse in einem Container zu starten. Und sie denken natürlich auch, dass sie das schmaler hinkriegen als Docker und besser sicher hinkriegen und das Ganze auch noch viel cooler integriert bekommen in andere Systeme.
So, das war's. Ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne jetzt fragen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt hier kein Mikrofon. Und ansonsten, ich bin auch nach dem Vortrag noch da. Ich warte hier draußen, da könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen. Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das widerspricht sich nicht unbedingt. Kommt darauf an, wie du deinen Prozess strukturiert hast an der Stelle. Wenn der Entwickler zuständig ist für diesen Container und du einen Build-Server zum Beispiel hast, eine Build-Pipeline irgendwie, wo diese Container gebaut werden, dann kümmert sich normalerweise der Entwickler darum, dass auch wenn Security-Updates gibt, die sein Produkt betreffen, dass er gegebenenfalls auch dann darauf hinwirkt, dass es ins Produkt einfließt, indem er diesen Build-Prozess neu anstößt, dieser Ubuntu-Container neu gebaut wird, daraufhin der, sein Applikationscode obendrauf neu gebaut wird, weil im Zweifelfall muss er das nochmal kontrollieren, ob seine Applikation immer noch genauso funktioniert wie vorher, weil also vielleicht waren da nicht nur Security-Updates drin oder vielleicht haben die Security-Updates auch Verhalten geändert. Also an der Stelle ist es tatsächlich organisatorisch eine Geschichte, die gelöst werden muss, wenn man über diesen multiplen Image-Ansatz geht, wenn man ein Image aufs andere beziehen lässt. Aber ich gebe dir recht, wenn man das so tut, dass der Admin dieses Ubuntu-Image verwaltet und der Entwickler oben nur dieses eine Image verwaltet, dann hat man auch lustige Phänomene, die eben dazu führen, dass vielleicht das sich nicht genau gleich verhält. Außer der Entwickler benutzt nur dieses Image, was der Admin ihm immer zur Verfügung stellt. Dann hat er eigentlich auch immer dasselbe Verhalten. Ja. Ja, also die Frage ist, wenn man so multiple Abhängigkeiten hat und jetzt unten in diesem unteren Layer dieser Abhängigkeiten was verändert hat, Beispiel war glibc-Sicherheitspatch, der rein musste, wie man sicherstellt, dass die Applikation, die ganz oben ist und dort läuft, dass die dieses Update auch bekommt, also dass die gepatchte glibc auch benutzt. Genau, also jetzt kommt man einfach zu dem Fall, man muss unterscheiden zwischen dem Image und zwischen dem Container. Die Applikation, die oben läuft, ist der Container. Das, was die glibc verändert, ist das Image. Also das Image wird durch die glibc verändert. Also um diese Image-Änderungen in dem Container richtig reinzubekommen, muss der Container effektiv neu gestartet werden, ja. Ja, also ich kann mit dem Docker-Command-Line-Clients, also ganz kurz die Frage nochmal wiederholen, ob es eine Möglichkeit gibt, das automatisiert irgendwie zu tun, dass man mit einem Client sagen kann, start mal alle Container neu, die auf diesem Image basieren. Ja, das gibt es, ist allerdings meistens so ein bisschen selbstgestrickt. Also man muss wirklich sagen, Docker von Haus aus bietet nicht die optimalen Tools, das zu tun. Man muss so ein bisschen Bash-Glue-Code zwischen reinschreiben, dann kann man das auch machen. Und sollte man auch dringend tun, dass wenn man diese Security-Patches hat, dass man die auch rechtzeitig ausrollt. Und allgemein in die Richtung geht das ganze also paketierte Systeme und die Versionsverwaltung und sowas mit Docker ist nicht immer einfach zu lösen, die Probleme an der Stelle. Also wenn man gerade so dann auch Abhängigkeiten hat von außen über ein Paketmirror und sowas, wie man den dann mit richtig reinpflegt und sicherzustellen, dass die auch wirklich in allen Docker-Containern drin ist und sowas, ist manchmal eine ziemliche Aufgabe. So, die letzte Frage, dann muss ich leider sagen, dann ist auch Schluss. Dann muss ich nämlich leider gehen, ja? Achso. Entschuldigung, ich glaube, er hier hinten war länger. Ich kann es ja kurz ein. Ich habe gerade über das Thema Update, das ist alles schon gut. Und ich bin dann gerade am besten. Ich lege diese Container rein, wechsle den Container start, lege sie so extern hin, mache es seitens rein, was ist denn so praktisch? Also, so Best Practice zur Datenhaltung in Containern war die Frage. Schwierig. Ist sehr applikationsabhängig. Im Normalfall, der erste Schritt, den die meisten machen, ist, dass sie ins Dateisystem vom Host legen. Das ist dann erst der erste Schritt.
Was ich sagen kann, zum Beispiel, was wir beruflich, also was ich beruflich tue an der Stelle, ist die Sache, dass ich diese Container, die Daten da drinnen reinlege, zum Zeitpunkt, wenn der Container startet, er sich selbst mit diesen Daten provisioniert aus einer externen Quelle und zum Zeitpunkt des Beendens diese Daten wieder rausschreibt. Damit liegen die Daten rein im Container, liegen nicht im Host-System und sind verfügbar dort. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, das ist total abhängig von der Applikation, die man hat. Besonders hat man Applikationen, die einen State haben oder keinen State. Wenn man keinen State hat, dann braucht man meistens diese Lösung gar nicht. Und wenn man einen State hat, dann muss man sich das überlegen, wie man den am besten strukturiert und wo man den ablegt. Okay, dann vielen Dank.